So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2 mit mir, dem Endking. Ja, wir haben in der letzten Folge unsere rohe Erzklinge zu einem Ordensschwert weinen lassen. Naja, anlegen können wir es leider noch nicht, aber das ist die Waffe eines Paladin. Tja, und wir haben in der letzten Folge den Beweis von Xardas geholt, den Pyroka haben wollte, damit er weiß, dass er Xardas vertrauen kann. Aber bevor wir Pyroka den Beweis geben, reden wir erst noch mit dem rechten Feuerwehr. Eine Sache noch. Einige der von Innos geweihten Wegschreine sind vom Feind geschändet worden. Sie haben ihre magische Weihe verloren. Verstehe. Und nun? Es ist an dir, diese Schreine wieder zu reinigen, um die Situation nicht eskalieren zu lassen. Nimm dieses geweihte Wasser und träufle es auf den Sockel des Schreins. Mit den heiligen Worten der Reinigung wird der Schrein seine alte Macht wieder zurückerlangen. Ich habe hier eine Karte für dich. Darauf sind die Schreine, die wir aufgestellt haben, eingezeichnet. Geh nun hin und verrichte deine Aufgaben. Ja, du kannst auch gerne recht schneller reden, aber okay. Okay, dann reden wir, das machen wir zwischendurch und ja. Erstmal mit Pyroka reden. Ich habe von Xardas dieses Buch mitgebracht. Es ist ein Zeichen seines Vertrauens. Zeig her! Das ist ja unglaublich! Hast du auch nur am geringsten eine Ahnung, was du mir da gerade gegeben hast? Nein. Das ist ein uraltes, verschollenes Werk aus längst vergangenen Tagen. Wir haben es alle für verloren gehalten. Und nun erfahre ich, dass Xardas immer gewusst hat, wo es war. Wirst du nun zum Ritual erscheinen? Ja. Ich werde zum Sonnenkreis aufbrechen. Aber sicher nicht, weil ich von Xardas guten Absichten überzeugt bin. Vielmehr werde ich diesen Hund zur Rede stellen, wo er das Buch all die Jahre versteckt gehalten hat. Er hat eindeutig den Bogen überspannt. Wir sehen uns am Sonnenkreis. Alles klar, dann sehen wir uns da wieder. Auf dem Weg zeige ich euch noch einen geschändeten Schrein. Oder ich gucke mir mal erstmal die Karte an. Wo so wie viele geschändete Schreine es gibt. So. Machen wir die Karte. Schatzkarte. Oh nein. Schatzkarte glaube ich eher nicht. Nein. Ja, heilige Karte der heiligen Schreine. Oh, das sind dann doch schon ganz schön viele. Naja, dann machen wir uns mal auf. Erstmal zum Sonnenkreis. Bis gleich. So, das hier ist zum Beispiel einer von diesen Schreinen. Da sieht man das. Und wir gehen einfach auf die Option Schrein reinigen. Inos, gewähre mir deine Hilfe und reinige diesen Schrein. So sieht das dann bei allen 6 anderen auch noch aus. Also zeige ich euch das nicht, das dauert, wie gesagt, ein bisschen zu lange. Wir machen jetzt auf zum Sonnenkreis. Bis gleich. Ah, seht euch das an. Jeder Magier stellt einen Gott dar. Xardas, Belia, Pyroka, Innos und Vatras. Den Gott, der zwischen den beiden steht. Adonis. Okay. Ja, was meint Xardas? Wird das Umkehrritual funktionieren? Wird das Umkehrritual funktionieren? Ich bin mir nicht sicher. Kommt darauf an, was Vatras genau tun wird. Was meint Pyroka? Glaubst du, ihr werdet das Auge wieder hinkriegen? Schwer zu sagen. Warten wir es ab. Okay, dann müssen wir jetzt wohl mit Vatras reden. Na, was sagst du denn dazu? Ich habe alles erledigt, was du mir aufgetragen hast. Hier hast du das reparierte Auge. Tatsächlich fehlt nun nichts mehr, um das Umkehrritual zu vollziehen. Was ist mit dem Sumpfkraut? Ach ja. Hast du denn 3 Sumpfkrautpflanzen dabei? Ja. Immer. Hier hast du die 3 Pflanzen. Immer. Großartig. Das hast du gut gemacht. Doch trete nun beiseite, damit wir mit der Zeremonie beginnen können. Möge sich unser Geist vereinen. Okay, mach das mal. Oh je, das wird jetzt spannend. Na los, fangt an! Oh, die Farbenpracht hier. Das ist doch interessant. Ja, alle 3 Götter so. Ja, ihr wisst ja, wie ich das meine. So. Wir werden jetzt das Ding wiederherstellen, das Auge Innos. Ah, und dann haben wir wirklich
dann stehen wir wirklich zwischen Belia und Enos. Mit der Klaue Belias haben wir einmal haben wir ein bisschen was von Belia, und mit dem Auge Enos haben wir was von Enos. Ja, also sind wir wirklich der Bewahrer. Und, Vatras, hat's geklappt? Wie steht's ums Auge Enos? Denke da. Nur ein Umkehrritual. Ah. Vergiss nicht das Ja, eigentlich seid ihr gerade dabei, das Umkehrritual durchzuführen, aber naja, gut, dann will ich euch nicht durchstören. Okay, dann bis gleich, wenn's Ende ist. Bis gleich. Also, ja. Es ist uns gelungen, den Plan des Feindes zu vereiteln und das Auge wieder zu heilen. Lass dir den Umgang mit seiner Macht von Pyroka erklären. Ich hoffe, ich werde dich wiedersehen, wenn du deine Aufgabe erledigt hast. Leb wohl. Ja. Oh. Nun, da das Auge Enos geheilt ist, musst du den Drachen entgegentreten. Sie alle dienen Belia, dem Gott der Finsternis. Aber es muss eine irdische Macht geben, die sie kontrolliert. So viel ist mir inzwischen klar. Finde heraus, was die Quelle dieser Macht ist. Sobald du etwas herausgefunden hast, kommst du zu mir zurück. Okay. Ah ja, und Pyroka, erklär uns mal, wie man mit dem Auge Enos umgeht. Ihr habt es geschafft. Das Auge Enos ist geheilt. Ich hätte es fast nicht für möglich gehalten. Was bleibt mir hier noch zu tun? Halte dich nicht mit Nichtigkeiten auf. Geh und vernichte die Drachen. Hier hast du das Auge. Bedenke, dass du erst mit einem Drachen gesprochen haben musst, bevor du ihn angreifst. Die Macht des Auges wird die Drachen dazu zwingen, mit dir zu reden und dir die Wahrheit zu sagen. Außerdem bietet es dir Schutz gegen ihre Angriffe, wenn du es trägst. Jedoch ist seine Kraft nicht beständig. Du wirst es wieder mit magischer Energie füllen müssen. Dazu brauchst du die Essenz eines Drachenherzens, das du an einem Alchemietisch mit dem Auge vereinst. Erst dann kannst du es wagen, einem weiteren Drachen entgegenzutreten. Ach, danke. Ich werde es mir merken. Du hast alles, was du brauchst. Geh nun. Du hast nicht mehr viel Zeit. Alles klar, dann... Ah ja, wir machen aber noch vorher noch eine andere Quest. Nämlich die von Venus Schwarzbrennerei. Ja, da werden wir uns mal hingönnen. Müssen wir eigentlich jetzt nur noch hier runter und dann durch ein paar Monster schnetzeln und ja. Sehen uns dann da. Bis gleich. So, ich hab's endlich gefunden. Venus Schwarzbrennerei in so einer kleinen Höhle. Für alle die auch stundenlang umher gehört sind. In den Wäldern da oben ist es. Direkt unterm Sonnenkreis. Doch, ich hatte mich wirklich echt... Bin sogar bis zum Leuchtturm einmal um den ganzen Wald rumgelaufen an der Küste und... Oh Gott, das war echt schrecklich. Und mit dem Motorradpferd schmiert sich die Winde echt gut. Nein, ich wollte... Ach, egal. Öffnet sich und dann ist gut. So, mal gucken, ob wir was hier finden. Ah, schön Alchemie. Labor Wacholder. Ah, lecker, lecker, lecker. Und was haben wir hier drin? Na, na, na. Na. Na, na. Jetzt dauert es wieder kacke lange so. Pech und 350 Gold. Wow, cool. Und hier haben wir irgendwelche Beweise gegen Vino, dass wir den irgendwie übelst verpfeifen können oder so. Damit wir da Gold einheimsen können oder so. Hm. Ah. Der Geist des Weines. Hört sich schon mal gut an. Ah, vielleicht... Was steht denn so bei mir im Questlog? Da gucke ich auch mal gerne rein. Ach nee, ist schon erfüllt. Ach so. Nein, Quatsch. Ja, scheint erfüllt zu sein. Na komm. So viele Quests habe ich schon erledigt. Das ist echt, boah. Heftig. Oh ja, das ist echt heftig. Ja, irgendwo muss das dabei gewesen sein. Alles klar. Dann denke ich mal, ich weiß nicht, was wir noch so zu tun haben. Ah ja, wir könnten nochmal mit Wolf reden. Ja, wegen, ja, Bengas Hof. Bis gleich. So, Wolf, mein Bester. Dann ab nach Bengas Hof. Ich hab da meine eigene. Ich hab vielleicht... Gut. Das macht 800 Goldmünzen. Ja, kannst du haben. Stolzer Preis. Tja, für einen von uns würde ich es fast... Ja, ja, nur weil wir Paladin sind. Ja, hier dein Geld. Hier ist dein Gold. Gut. Dann wollen wir mal den Biestern auf die Pelle rücken. Mal sehen, wen ich hier auf dem Hof noch anwerben kann. Wir sehen uns. Alles klar, dann sagen wir mal den Bauern Bescheid von Benga. Bis gleich.
Namalak, Bengars Hof wird jetzt verteidigt von dem starken Söldner Wolf. Bengar braucht dich. Er will, dass du zu seinem Hof zurückkommst. Ich bin doch nicht wahnsinnig. Solange wir auf dem Hof schutzlos leben müssen, bewege ich mich hier keinen Meter weg. Ich habe einen Söldner angeheuert. Er wird auf den Hof Acht geben. Na, das ist natürlich etwas anderes. Aber Moment mal. Wer bezahlt den Kerl denn? Das ist mein Problem. Mhm. Keine Chance, Nein zu sagen, was? Nein. Nein. Gut, dann gehe ich zurück. Hoffentlich taugt der Junge was. Alles klar. Dann sehen wir uns mal... Ich weiß gar nicht. Ja, die geschenkten Scheine könnte ich noch zu Ende machen, aber naja. Das seht ihr dann wahrscheinlich nicht, nur wenn ich die Belohnung abhole, aber naja. Dann beende ich schon mal die Folge und dann geht's in der nächsten Folge auf ins Minental, also wieder zurück dorthin. Ah, ich werde mal ein paar Monster killen und dann noch meine Stärke erhöhen. Oh ja, das muss ich auf jeden Fall. Okay, dann, ja, wie gesagt, tschüssi, bis zur nächsten Folge. Ich bin der King und ich bin Gothic 2.